Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 1 hier mit Shepard und Co. Und ich dachte mir, wir machen einfach mal weiter. Wir haben hier noch unsere schöne Quest. Irgendwie ist es auf meinem Kopf, aber es ist leise. Ungewöhnliche Signale und wir müssen in das Hydra-System des Argos Roh Cluster. Ja, ne? Bitte. Nein, nein. Präsidium, ne? Nee, da will ich eigentlich nicht hin. Zur C-Sicher, zum Citadel-Turm, zum Finanzbezirk. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Wenn ich mich irre. Ui. Ach, Kacke. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich diese Steuerung hasse. Was ist auf R? Granate. Granate muss auf G sein. Ja. Alles andere kann mir eigentlich egal sein. Ja. Oh ne, da geht's egal. Da geht's weiter. Das Tadao. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Ja. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht, sie aufzuhalten, schalten sie einfach ab und werden durch einen anderen ersetzt. Eigentlich seltsam, dass wir so wenig von ihnen wissen. Und es ist frustrierend. Ja, ja, die Kiva. Die Transrapide. Nee, nee, nee. Da lädt irgendwas auf. Wiener ist hier eine schöne Statue, haben wir hier. Jetzt lädt das gerade, jetzt sind da wieder die Legs. Emporium Ladenbesitzer. Hallo. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Jo. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninde, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Ich würde erst gerne etwas fragen über die Waren. Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Interessant. Und warum sprechen Sie so merkwürdig? Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Ach so, ach so. Leck. Was ist denn jetzt los? Läuft die Aufnahme überhaupt noch? Ah, ja, sie läuft. Persönliche Frage. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninde, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Naja, ich möchte was kaufen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Was haben wir denn? Nee, nichtmenschliche Panzerung anzeigen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. 1416, na gut, da können wir jetzt nichts von kaufen. Also vielleicht sowas. Es ist jetzt
so, Knüller. Also. Bala von. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Es ist eine große Ehre, die Kriegsikone des Kilianischen Angriffs begrüßen zu dürfen. Sind wir uns schon begegnet? Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Bala Fon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Ach so. Citadel. Wie ist das Leben hier auf Zitadelle? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder. Aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Zitadellsektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Na, dann erzählen Sie mir noch was über das Präsidium. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Zitadellsektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Zitadelle in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Nett auf jeden Fall gegenüber uns. Die Bezirke. Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Das ist schön zu hören. Eine persönliche Frage. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellare Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Auch legal. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hält. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Na, da habe ich noch ein paar Zweifel. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Das war nett. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Mal F5 Schnellspeicher. Das muss ich gerade mal nachgucken. F6. Wer macht denn sowas? Wer macht denn so eine Steuerung? F6 für Schnellspeichern. Das ist toll. Unglaublich. Ach, war das Schnellspeichern hier nicht so geil? Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich das Spiel natürlich nicht so geil finde wie... Also Mass Effect 2 hat mich auf jeden Fall mega überzeugt. Das ist so das beste, eine der besten Rollenspiele gewesen, die ich kannte. Würde ich so sagen. Weil die ich kenne. Habe ich eine Karte? Ich brauche eine Karte.
Ich will gerne wissen, wo ich hin muss. Nein, nicht das Quad. Tagebuch. Ist das hier überhaupt? Hydra-System des Agoro. Ach, das ist hier gar nicht, kann das sein. Zum Turm. Gehen Sie zu einer Audienz beim Rat zum Citadel Turm im Präsidium. Wie komme ich denn dahin? Citadel da. Ach, der Turm wahrscheinlich. Es sieht immer so mega hoch aus, ne? Aber wenn man hier so steht, das sind doch keine 100 Meter. Wahrscheinlich. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Reparieren. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Okay. Ah, zum Fahrstuhl. Alle drin? Alle drin. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ich will nur mit dem Fahrstuhl fahren. Ashley. Nichts mehr als das. Ach ja, die Fahrstuhlmusik. Der Rat wird mir doch keine Fragen stellen, oder? Das bezweifle ich. Wir haben unsere Berichte angefertigt. Nun müssen wir Botschafter Odina nur noch vertrauen. Nein, das müssen wir nicht, Sir. Na, weiß ich nicht, ob wir es müssen. Diese Musik, ne? Schrecklich. Guten Tag. So. Ich dachte, ich muss jetzt durch das Portal. Schick. Garrus, Executor Paladin. Wir sprechen mit Garrus. Sie haben ja Mass Effect 2 schließlich gespielt. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garrus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Wer war denn das? Mit wem haben Sie da geredet? Das war Executor Palin, Chef der Zitadell-Sicherheit, mein Boss. Er wird meine Ergebnisse zu Saren dem Rat präsentieren. Sie mögen Saren nicht, anscheinend. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spectre. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Ich hoffe es. Ah, schön, ja, schön. Muss ich sagen, will ich auch wohnen. Bisschen düster. Aber den Bäumen, die Pappeln oder... Die Pappeln sind das nicht, das sind eher Obstbäume. Würde ich schätzen. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie nicht richtig verstehen. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist da noch so ein Reaper, der es repariert? Ich muss wahrscheinlich nach da oben, ne, zum Ausrufezeichen. Captain Anderson! Der Ton weg, würde ich sagen. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein. Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Wie wurden Sie in die Sache verwickelt?
Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Sehen Sie, er hasst uns. Beleidigung typisch. Das ist irgendwie nicht sachlich. Das werden Sie bereuen, die sowieso nicht. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Ich finde Beweise. Ja, aber der Blödmann hört auf, ihn zu schützen. Nein, ich finde Beweise. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Nein. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Woher kennen Sie Saren? Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Und nun? Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Ich rede mit ihm. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadell-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ich bin dran. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Gibt es noch andere Spuren? Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Was ist mit Ihnen, Saren? Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten.
Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Er ist ein Monster. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege, es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Rat und Botschafter. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu... Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den Skyllianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen. Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Und wozu ein Sitz? Was ist so wichtig daran, einen ständigen Sitz im Rat zu bekommen? Wozu die ganze Aufregung? Wenn der Rat eine Verfügung hinsichtlich interstellarer Angelegenheiten erlässt, müssen wir dem folgen. Wir verfügen nicht über die Flottengröße oder politische Verbündete, um uns zu widersetzen. Wenn wir einen ständigen Sitz im Rat hätten, könnten wir Einfluss auf solche Verfügungen nehmen. Kurz gesagt, wir würden nicht einfach mehr nach ihrer Pfeife tanzen müssen. Nehmen wir zum Beispiel einmal die aktuelle Situation. Wenn die Menschen einen Sitz im Rat hätten, würden wir einfach die Zitadellflotte entsenden, um mit Saren und den Geth fertig zu werden. Und schon wäre das Problem gelöst. Stimmt auch wieder. Wir sind zu unabhängig. Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr mit den anderen Völkern kooperieren. Aber natürlich, kein Problem. Wenn wir alles täten, was sie von uns verlangen, würden wir sofort einen Sitz im Rat bekommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Geschäft für uns. Ich kann ihre Seite ja verstehen. Sie wollen nicht, dass wir den Rat dominieren. Der Rat basiert schließlich auf Kooperation und Bündnissen. Aber wir müssen auch an unsere eigenen Interessen denken. Ja. Harkin. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Er wurde gedeckt. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadell-Sicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Ach, wie so ein Tevi ist Tafel gedeckt. So, Spectres. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Nun, und wie wird man ein Spectre? Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und wie sind Sie organisiert? Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Die Spectres haben viel Macht. Shepard. Ist das denn überhaupt legal? Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Oh.
Aber der Rat ist auf Sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor Ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Wenn einer zu weit gehen würde? Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren? Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Und der werden wir wahrscheinlich, habe ich so das Gefühl. Shadowbroker. Erzählen Sie mir mehr vom Shadowbroker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Der Kauf und Verkauf von Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadowbroker ist der beste Spieler von allen. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert. Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Interessant. Und Balafon? Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadowbroker mit ihm gearbeitet. Dann würde ich sagen, habe ich alles gewusst und auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Jo. Und wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge.